Und ja, den anderen Tag, was hattest du noch gesagt? Gärtner. Ja, ein Gärtner, vielleicht andere wichtige Persönlichkeiten hier. Je mehr Leute hier arbeiten, desto mehr benötigt man. Irgendwann wird es dann nötig, dass man auch einen Koch hat und so weiter und so weiter. Ich kümmere mich dann um die Haushaltsplanung praktisch. Damit Igna ein sehr gutes und zufriedenes Leben führen kann hier. Gut, dann kannst du mir zusätzlich nochmal Gasse ein bisschen erwürfeln. Wenn du aranische Kultur hast, dann wäre das auch hilfreich. Das nicht, aber ich habe soziale Anpassungsfähigkeit. Ja, das hilft. Geht ja nicht nur um den SO, ne? Es geht ja auch um andere Kulturen. Oder geht es nur um den SO? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, es ging um die Kulturen. Also ich weiß, dass es auf alle Fälle um den SO ging, dass du einen SO-Unterschied von plus minus 7 ausgleichen kannst. Sondern mal nachschlagen. Ja, ich schlage das mal nach. Ich benutze diesen Vorteil so extrem selten, deswegen habe ich es mir nicht Ja, vereint. ihr könnt dann anwerben. Ich weiß nicht, ob Abel mir das auch machen möchte im Verlaufe der anderen Zeit, aber ihr bekommt Hamid, ein ja, unterwürfig. Ja, was macht er? Es ist ein Koch. Er hat natürlich jetzt gerade als, wenn ihr nicht da seid, wenig zu tun, aber er kann sich da dann neben den Zorgener Herbergen und den Hotels kann er dann auch ebenso angeworben werden, kann kochen, braten, backen und auch Festmahle ausrichten. Er ist herausragend gut. Er ist unter anderem auch Fleischer und kann in dem eigenen Garten dann, wenn ihr ihn wieder, ja, wenn ihr ihn wieder so ein bisschen harmonisiert habt, kann er dann auch eigene Pflanzen da züchten. Und er versteht sich eben auch sehr gut auf Tiere. Also er ist mit seinen 29 Jahren das, was er tun soll, kann er sehr gut, aber er ist, wie gesagt, unterwürfig. Zumindest zu den Arbeitgebern, zu den Perfekt. anderen Mitbediensteten ist er sehr herrisch. Da fällt mir ein, gibt es ein Waisenhaus in Zorgern oder etwas Ähnliches? Die sitzen vor allem auf der Straße am Bazar und lassen sich dann von Haimamuchim ausbilden. Ja, ich denke, dann Aber ansonsten, ist es klar, das Travianen. Travianischste von mir, vor allem Kindern, die keine Perspektive mehr haben, ebenfalls eine Chance zu geben. Halt Waisenkinder anheuern. Ja, super. Also wie gesagt, Travia-Kirche kannst du dich da auch mal umhören. Da hat Iserun ja mittlerweile auch einen ziemlich guten Draht zu. Und dann Ja, kannst perfekt. Ich frage die du. Travia-Kirche, wem ich am besten helfen kann. Ich Ja. denke, die können mir den Weg weisen. Dann werden dir vier verschiedene Kinder vorgestellt. Zum einen Nahema, eine kleine süße Tulamidin, und drei Lausebubs, Hassan, Demiran und Yusuf, die dann ebenso in euer Heldenquartier eingegliedert werden und da dann eine Ausbildung genießen dürfen. Ansonsten bekommt ihr Börda, der ist ja ziemlich fettleibig. Er trinkt gerne Wein. Es ist auf den zweiten Blick ist sie als Wäscherin zu erkennen. Auf den ersten Blick hättet ihr ihn, sie fast für einen Mann gehalten. Eine Ferkina. Was der Name natürlich auch so ein bisschen mitbringt, aber sie ist eine herausragende Hauswirtschafterin, die dann eben auch sehr gut kochen kann. Das würde sie sonst aber auch Hamid überlassen, wenn ihr den schon habt. Sie kann auch hervorragend gut rechnen und ist dementsprechend auch für die anfallende Hauswirtschaft ist sie dann sehr gut geeignet. Sie kann also auch Rechnungen gegenprüfen. Meja ist eine Balayan und ungemein talentierte Kämpferin. Könnte dann als Lehrmeisterin dienen. Wenn ihr aktuell nicht da seid, dann braucht ihr die natürlich nicht. Könnt ihr dann natürlich aber auch Anfrage, wenn ihr dann euch irgendwie in Zorgern befinden solltet, könntet ihr mit Meja sprechen. Die hat ein Problem mit ihrer Größe. Sie ist nämlich 2 Schritt groß, obwohl sie keine Torwalerin ist. Ja. Deswegen wird sie immer so ein bisschen gehänselt, weil sie einfach zu groß ist für ihre Herkunft. Und Yusuf, ein Stallknecht. Aktuell sind dann wohl keine Pferde mehr da, wenn ihr dann weg seid. Aber er ist der Gärtner. Und auch kann eingesetzt werden als Informant. Kann also da die richtigen Stellen schmieren, wenn ihr irgendwas schmieren müsstet. Ja, und der kann sich dann auch so ein bisschen mit um die Kinder kümmern und die Dienstboten dann anweisen, die Kammerzofen und so weiter. Also so, dass ihr dann
viermal Personal in der Hinterhand hättet. Meja, wie gesagt, selbst muss dann nur angeworben werden, wenn ihr in der Stadt seid als Lehrmeisterin. Da kann sich dann auch der kleine Zwerg Ignar drum kümmern. Ach, hervorragend. Damit werde ich definitiv beschäftigt sein, vor allem die hier einzuleben und mich auch selber ein bisschen einzuleben hier. Gut, Isoden. Was wollte ich denn nochmal machen? Genau, meine ganzen Unterlagen sammeln, also alles, was ich aus Elberum mitbekommen habe, dass das alles für die Reise verstaut wird. Dann möchte ich mir halt nochmal die Villa ein bisschen genauer anschauen und dort mal so ein bisschen planen, wo die Pfeile des Lichts so ihre Kammern bekommen könnten. Ich fürchte allerdings, es bleibt, nachdem wir so viele Dienstboten angeworben haben, einfach kein Platz mehr für uns und noch irgendwie ein Ordenshaus. Von daher, ja, werde ich halt nur einen Bericht darüber schreiben, den ich dann Saldor Vosslarin vorlegen kann. Und dass das die Erlaubnis zwar vorliegt, aber in dem Gebäude wohl nichts wird. Ja, doch, also das geht schon. Ihr habt ja auch noch das Visierenzimmer. Das ist eigentlich für Berater. Aktuell habt ihr keine. Und die eigentlichen Diener haben ja Dienerschaftsräume. Die sind dann im Untergeschoss angebracht. Dementsprechend würden dann die Gästezimmer leer stehen. Das eigentliche Herrenzimmer, gut, müsste man sich eben überlegen. Du kannst auch das Speisezimmer kannst du auch einreißen. Du kannst auch sonst oben auf dem Dach, das ist ja begehbar, kannst du auch noch irgendwelche Zelte oder sowas anbringen lassen. Das geht sicherlich. Du kannst dir da zwei, drei ja, Gästezimmer zur Verfügung stellen. Müsstet ihr eben gucken, wo ihr bleibt, wenn ihr selbst nicht da seid. Aber für mindestens ein Pfeil wäre permanent Platz. Ja, könntet ihr einen permanenten Außenposten aufbauen. Gut, dann werde ich das so in meinen Bericht schreiben. Gerade wenn jetzt auch der Splitter hier gelagert wird, dann wird dem Pfeil sicherlich auch Interesse daran bestehen, dass man hier ein Auge drauf hat und schnell eingreifen kann, wenn irgendwas passiert. Ja, ansonsten habe ich keine weiteren Pläne, außer dass ich mich, falls Kiaras Zeit hat, weiter therapieren lassen möchte. Ich glaube, das würde auch weiter funktionieren. Albträume vermutlich, ne? Unter anderem, also ich habe ja eine Auswahl an Nachteilen, da kann er sich austoben. Ja, eine große Liste, die immer größer wird. Und du kannst natürlich auch deine Magisterarbeit abschließen, damit du dann den Magus-Titel führen darfst oder den Magar-Titel. Genau, daran wollte ich auch noch weiterarbeiten. Ja, so ein bisschen das Layout, ein bisschen dann Rechtschreibung, Orthographie kontrollieren. Und auch nochmal ein bisschen dein Bosporano nachbessern. Du weißt ja, dass Vosslarin da ganz besonders großen Wert drauf legen. Boltax. Nur echt mit Ablativ. Genau, ja. Nur echt mit Ablativ. Boltax, Entschuldigung bei den Rosengin, oder wie willst du das machen? Ja, das würde ich auch machen, aber erstmal würde ich natürlich noch mit Ignar sprechen, bezüglich seines Verlustes. Ja, also Ignar? Ah, Boltax? Naja, ich wollte ja noch mal mit dir reden. Also, so wegen allem. Ich bin erstmal sehr froh, dass du uns begleitet hast. War wirklich eine feine Sache. Ja, also so ein Geon hatte ich auch noch lange nicht mehr bei mir. Ich hab zwar schon zwei von euch gesehen, aber mit euch reisen durfte ich noch nie. Ist auch mehr ungewöhnlich. Mir wurde gesagt, dass ihr normalerweise an euren Hügeln bleibt. Naja, das war ja auch eher auf Wunsch des Hochkönigs, aber ist ja auch egal, ne? Aber du weißt ja, was wir Geoden machen. Wir sprechen ja auch mit den anderen Zwergen, wenn jemand mal einen Verlust erlitten hat. Und du hast ja offensichtlich einen erlitten. Du hast gesagt, du hast den schon gut selbst verdaut, aber ich wollte einfach nochmal nachfragen. Was ist denn damals genau passiert? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Das ist ja das, was mich wurmt. Wir wollten mit einem Was war denn das für einer? Wir waren auf so einer Burg und sind von da aus dann in die Drachensteine gezogen. Hat sich Torgo schon aufgeregt, wie man in die Drachensteine ziehen kann, weil da so ganz viele Drachen sind. Und dann haben wir gesehen, dass ein Drache abgestürzt ist. Der hat dann aber mir ins Gesicht geblutet. Oh. Und dann hat der eine Mensch dem anderen Drachen, der dann tot war, den Kiefer irgendwie abgerissen mit einer Axt oder sowas. Da sind wir dann dazugekommen.
Und als wir dann bei ihm waren, hat er gesagt, passt auf, jetzt kommt er. Dann kam ein riesiger und roter Drache und dann haben wir dann versucht zu bekämpfen, aber der hatte noch irgendwie eine Begleitung. Und dabei bin ich dann in Ohnmacht gefallen, weil mich dann so eine Krähe abgepickt hat. Und da war so ein Hexenvibe. Ich war ohnmächtig. Weiß halt nicht mehr genau, was passiert ist. Ich kann halt trotzdem noch dieses Knacken hören, obwohl ich selber nicht mal Bewusstsein war, aber als ich aufgewacht bin, war Torgo schon tot. Das muss schlimm gewesen sein. Aber dich trifft keine Schuld. Du hättest nichts tun können. Du warst ja, wie gesagt, ohnmächtig und gegen einen so mächtigen Gegner. Nun, du hast das Richtige getan und du hast dich ihm mutig entgegengestellt. Letztlich ist Torgosch gestorben, doch sein Einsatz wird nie vergeblich gewesen sein. Und Natürlich nicht. Er ist im das. Kampf gegen einen Drachen gefallen. Genau. Und das Band, das einstmals zwischen euch entstanden ist, das wird ja auch weiter bestehen, solange du ihn in deinem Herzen trägst und seine Erinnerung hochhältst. Und das wolltest du ja tun mit deiner Handwerkskunst, nicht wahr? Genau. Ich denke, das hätte er sich auch gewünscht. Ja, und ich würde jetzt einfach mal gerne eine Heilkunde-Seele-Probe würfeln. Genau, das wäre jetzt das, was ich dir gesagt hätte. Gar nicht so gut. Ne. Schicksalspunkt? Ja, Kann man komm. sogar überlegen, ob nur einen oder beide. Also drei. Naja, ich glaube, ich würfel die ganze Probe neu. Ja. Hat nicht so gut Was kann funktioniert. passieren? Ja, ist halt so. Ja, Igna wird nicken und dann verschlossen sich umdrehen und wohl irgendwie im Garten sich Beschäftigung suchen. Du bist zumindest der Meinung, dass du geholfen hast. Ja, dann gehe ich mit einem guten Gefühl da raus. Gut. Und würde mich dann noch bei den Rosengin versuchen zu entschuldigen. Ich würde noch mal ja, auf dem Markt irgendwelche schön geschnitzten Figuren und ja, Rosenduftwässerchen und sowas kaufen. Also davon, wo ich ausgehe, dass es die Milde stimmt und es ihnen als Geschenke darbringen. Ja gut, Humus bzw. Rosen, die interessieren sich jetzt nicht wirklich für Parfüm oder sowas, dass da Rosen riecht. Das sind dann ja eher verarbeitete Rosen und das ist gar nicht Ja. so toll. Die wollen sich ja eher für Leben oder sowas interessieren. Aber gut, das ist eine Lektion, die dich 2 W6 Lebenspunkte kostet. Naja, aber es sind ja Essenzen. Ja, aber wie werden die Essenzen gewonnen? Aus Rosen. Ja, aber es ist nicht eine Veredelung. Naja, gut. Also, Humus-Elementare oder Djinne freuen sich natürlich über Leben und nicht über irgendwelche Duftfässerchen. Ja, gut, das ist mir schon bewusst, aber ich dachte, das wäre die veredelte Form, weil, naja, ist egal. Okay, ja, dann 2 W6 Lebenspunkte. Hauen wir raus. Seien wir ehrlich, sie mögen dich nicht. Ja, gut, das ist ja in Ordnung, aber das passt schon. Habe mir noch irgendwas? Ich würde zuerst einmal die Akademie des Seinen Scheins in Zaugern aussuchen und mich mit den dortigen Lehrmeistern, beziehungsweise vielleicht sogar mit der Spezialität, über die tiefergehenden Geheimnisse des Kantos Attribute unterhalten. Insbesondere der Attributo Charisma Persönlichkeit. Den sollten Sie haben, ne? Des Weiteren kenne ich den Aufenthalt der Kriegerin Isha Sabakerim? Gut, aktuell wird sie höchstwahrscheinlich in Krak'al-Shaar untergebracht sein, wenn sie eine Kriegerin ist. Wenn sie noch, ja gut, sie lebt, klar, sie war ja bei euch und wurde dann nicht von den anderen aufgerieben, die dann in Nahuabad dann angegriffen worden sind. Also sie wird höchstwahrscheinlich nach Krak'al-Shaar gegangen sein. Ja, dann würde ich sie natürlich aussuchen und sie zu einem fürstlichen Abendessen im Hotel Zoggan heißt, glaube ich, einladen. Und mit ihr hoffentlich einen amüsanten und stimmungsvollen Abend verbringen.
Würfel mal eine Betörenprobe für Isha Sabakirime. Gesellschaft, richtig, ja, genau. Hast du eine gute Aussehen, hast du nicht, ne? Nein. Ja. Gut. Ich bin eher charismatisch, könnte man sagen. Ja, wie möchtest du das ausspielen? Ihr sitzt also gerade, gibt wohl irgendwie fang frisch aus dem Meer einige Sachen, die nicht blutig sind, und so ein paar Austern oder sowas, die man da aufgetrieben hat, noch so ein bisschen geputzt, und so sitzt ihr dann gerade bei einem Essen vor euch auf dem Tisch, selbstverständlich eine schön gegossene rote Kerze, neben dir ein paar Blumen und ein paar Orangenblüten, die daneben gestreut worden sind, und so sitzt ihr dann gerade sehr zweisam an diesem Tisch. Du bewunderst noch einmal ihre dicken Oberarme und ihre, ja, teilweise auch Narben, aber ja, sie riecht wieder verführerisch und hat wohl eine ganz besondere Note, die du so im Mittelreich und im Horasreich nicht findest. Kirida, dieser Abend ist wieder einmal wundervoll. Ich heiße Isha. Kirida ist eine Koseform im Horasreich. Es bedeutet so viel wie Herzallerliebste. Ach, das hast du schön gesagt, Adeptus. Wie sagt ihr im Tulamidischen so etwas? Was meinst du genau? Habibi, ja. Habibti? Nun ja, sowas wie eine Koseform, eine Umschreibung. Liebliche Rose der Wüste. Jasmin. Ah. Nun, wisst ihr schon, was eure Pläne für die Zukunft sind? Wollt ihr nun immer bei der Garde bleiben? Ich werde auf alle Fälle weiterhin die Herren Rondra ehren. So ist es, wie gesagt, in unserer Familie schon seit ewig verwurzelt. Und wie ich dies tue, das wird die Zukunft zeigen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, etwas anderes zu tun. Könnt ihr euch vorstellen, auch in Gar zu leben? An deiner Seite, Adeptus? Ja. Ich schaue etwas unsicher. Ich habe jetzt aber schon darüber nachgedacht. Also gut. Sie zieht eine Schatulle hervor und kniet sich vor dir hin. Adeptus, möchtest du mich hier zu deinem Eheweib nehmen? Gerne. Ich bin mit den Sitten natürlich nicht vertraut. Macht man das so im Restaurant? Ich guck mich so um. Ja, sie ist auch schon wieder aufgestanden und du guckst kurz. Da drückt sie dir auch schon einen fetten Schmatzer ins Gesicht. Das war etwas kurz. Ich hatte mir etwas Romantisches vorgestellt. Was denn? Nun ja, vielleicht eine Fahrt auf dem See in einem Boot. Macht man das da, wo ihr herkommt? Wo du herkommst? Ja, natürlich. Und man trinkt einen schönen Wein dazu. Lässt sich von den letzten Strahlen des Madamals bescheinen. Psst. Adeptus, mach doch die Stimmung nicht kaputt. Du musst mir unbedingt mal deine Heimat zeigen und mir deine Eltern vorstellen, Adeptus. Zu gerne. Ach, ich könnte euch nicht vorstellen, ich sonnenbeschienen hänge. Würfel mal eine Menschenkenntnisprobe. Du erinnerst dich zurück an diese Begebenheit auf dem Staudamm. Sie ist wohl immer noch der Meinung, dass du Adeptus mit Vornamen heißt. Sie hat das wohl nicht verstanden. Während du gerade überlegst und sie zurechtweisen willst, nimmt sie dann auch deine Hand und steckt dir diesen ein bisschen zu großen Ring an den Finger. Wir gehen dann morgen zur Travia-Kirche. Sehr gerne, ich bin etwas perplex. Übrigens, mein Name ist Abelmir. Abelmir Jamorenes. Aber du hast doch Adeptus gesagt. Das ist ein Titel, so wie Aga oder Maharani. Ist doch egal, dann ist das jetzt mein Kosename für dich. Adeptus.
Ja, du kannst mir dann zeigen, wie du wohnst und naja, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass wir in Gareth wohnen, aber ansonsten hat meine Familie auch noch ein großes Anwesen in Baburin und da kannst du dann auf den Plantagen dann gemeinsam mit mir arbeiten oder naja, ich werde dann vielleicht irgendwelche Ferkiner vertreiben oder so, die dann noch vom Rasturzwall runtersteigen und Die Maharani hat uns eine Villa zur Verfügung gestellt. Wenn ihr in Zaugarn seid, könnt ihr gerne dort übernachten und verfügt über die Villa, wie es euch beliebt. ich kann doch auch in Kakaschar schlafen. Ich habe da eine eigene kleine Stube. Aber das ist doch nicht das Gleiche. Natürlich ist es nicht das Gleiche. Deswegen wohne ich auch in der Stube. Stellt euch vor, ein viel geräumiger Raum und viel mehr Annehmlichkeiten. Adeptus, pst. Genießt es doch einfach. Stell dir vor, wie es wird, wenn wir in Baburin in der Nähe auf so einer Plantage wohnen und du kannst dann die Orangenbäume pflanzen, während ich dann irgendwelche Ergina zurechtweise. Das wird toll. Orangenbäume pflanzen. Freu dich einfach. Du musst nie wieder irgendwie denken. Das Denken übernehme ich jetzt für dich. Sei froh, dass wir in Aranien sind. Ach, ihr müsst wirklich einmal ins Horasreich kommen. Dort ist die Sonne am leuchtesten, am schönsten und der Wein. Ach, ihr wisst nicht, was es heißt, einen horasischen Wein zu genießen. Aber mir würfel mal eine Zechenprobe. Okay, jetzt willst du es wissen. Der Abend geht noch ein bisschen weiter. Es geht gar nicht mal Ja. so sehr um den Wein, aber es geht dann vor allem auch um die anderen, die anderen Dinge, die er dann noch so nach und nach zu dir nimmst. Also sie wird dann so ein bisschen, ja, dir eine Wasserpfeife anbieten. Da sagt man ja auch nicht so nein und dann, ja, das eine oder andere an Pflanzen, die sie da rein tut und würfel mal ein W6 hinterher. Ja. Du wirst am hoffst, du hoffst, dass es der nächste Tag ist, wirst du erwachen in einer Kaserne, neben dir wohl zwei, drei Betten aneinander geschoben. Du kannst wohl auch gerade sehen, wie sich da Frauen fertig machen und ihre Rüstung anziehen, Gürten. Du hast wohl noch ein Stück vom Eheband um deine Hand geschlungen, um das Handgelenk und du siehst wohl auch, wie ja, deine Frau, ist es jetzt deine Frau? Guckst nochmal auf das Eheband. Isha kniet gerade direkt vor dir über einer Truhe, räumt da wohl gerade irgendwelche Schwerter rein und raus und hat dich jetzt wohl auch gerade ziemlich laut geweckt. Ah, Adeptus, du bist wieder wach, sehr schön. Kreta. Ich muss wieder raus, wir trainieren, aber du findest sicherlich die Tür, oder? Sicherlich. Ich müsste euch noch was sagen. Ich müsste Zur 18. morgen. Stunde gibt es Abendessen. Bis Ich später. müsste. Ich. Ja, ich sinke zurück, resigniert. Ja, es ist ein ziemlich hartes Bett. Also, ich meine, du wohnst halt auch in der Kriegerakademie auf. Gut, Horasische Kriegerakademie, aber das Bett ist steinhart und hast du ein paar blaue Flecke irgendwo? Oh, dein ganzer Körper tut weh, du weißt auch nicht, was du gemacht hast. Hast so ein bisschen kratzigen Hals, du erinnerst dich wieder zurück. Ja, war das Chiriacha? Oh Gott, was habt ihr alles getan? Ich weiß es nicht. Ich würde mich dann notdürftig anziehen und den Walk of Shame zurück in die Villa antreten. Ja, damit bist du verheiratet. Alles sehr unromantisch. Im Horasreich wird das anders ablaufen. Es gibt immer noch ein zweites Mal. Sag das nicht, Isha. Dann erzähl du mal, was du so den Tag über machst bis zur Abreise. Ja, das ist eigentlich relativ entspannt. Ich würde mir einerseits einen Schmied suchen oder auch einen, nee, eigentlich reicht mir ein Maler sogar. Den würde ich einmal mit in die Villa entführen und den einen Raum zeigen, irgendeinen der Gästeräume. Ich nehme jetzt einfach mal den roten und ihn da das Zeichen der Basaltfäuste vor die Tür malen lassen.
Ja, einfach nur damit meinen Brüdern und Schwestern klar ist, wo sie denn schlafen sollen, wenn sie mal hier sind. Und ansonsten würde ich meinen Tag im Chortempel verbringen, trainieren, mich anschreien lassen, was man da so macht. Bisschen bluten. Und wenn ich da noch Zeit über habe, kümmere ich mich um meinen Bären. Gut,